So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es bei der Firma Baltic Carbon. Und zwar im letzten Teil habt ihr gesehen, wie wir Schicht für Schicht die einzelnen Lagen in unsere Form gelegt haben. Und genau da steigen wir jetzt wieder ein, weil das Teil ist jetzt endlich in diesem Ofen fertig. So, 6 Stunden sind um und jetzt können wir das Ding endlich auspacken. Müll, ne? Da sieht man ja, wie viel Abfall da teilweise ist. Ne? Alles, was du sorgfältig aufgebracht hast, musst du ja auch wieder ablösen. Muss jetzt irgendwie den Anfang hier finden. Kam das auch schon mal vor, dass es nicht abging? Ja, also theoretisch, wenn es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Materialien von dieser Fließhilfe. Ich bin so ein Mensch, ich probiere immer auch sehr viel gerne aus, kriege dann immer ein paar Sachen irgendwie auch mal zugeschickt. Und klar ist das schon mal vorgekommen, dass es nicht funktioniert hat, beziehungsweise nicht so, wie es sein sollte. Ist aber nicht die Regel und kommt eigentlich auch nicht vor, wenn du vernünftiges Erste-Klasse-Material kaufst. Also die Trennbarkeit ist immer da. Dafür ist es da. Meistens erfüllt es dein. Nee, ich meine eigentlich, das ist genauso mit Öl, weißt du? Wenn irgendwas, Öl muss ja auch irgendwo schmieren. Ey, pass auf, Phil, weil das sieht man zwar nicht, aber die Kanten sind so besser scharf, deswegen habe ich auch Handschuhe an. Und das Harz, dann nachher, du kannst dich da so schnell schneiden. Deswegen kannst du das noch machen. Noch mehr Müll. Was genau ist jetzt im Ofen passiert? Im Ofen haben wir das Harz getempert bzw. gehärtet. Ich hätte immer gedacht, dass sowas eigentlich nur so bei Metall oder so geht, ne? Nee, wir haben die Moleküle des Harzes haben wir praktisch vernetzt. Man hätte es auch kalt härten lassen können. Aber wenn wir es einfach nur so im Raum stehen lassen hätte, hätte es wahrscheinlich nicht 6 Stunden, sondern noch viel, viel länger gedauert. Ja, viel, viel länger. Weil man sagt immer, die Regel ist, das kennt man ja auch eigentlich, wenn man sich damit so beschäftigt, erhöht man die Temperatur um 10 Grad, halbiert man die Härtezeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Ding einfach nur 60 Grad in den Ofen kommt, 100 Grad in den Ofen kommt und dann da 6 Stunden drin bleibt und wieder raus, sondern es ist schon richtig eine Kurve, die dahinter ist. Sollte man machen, ja. Es kommt darauf an, in welche Temperatur man rangeht. Optimal wäre es natürlich. Man sagt aber auch, wie ist der Materialaufbau? Das ist auch nochmal entscheidend. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das abhängig von der Dicke und so weiter ist. Auch, ja. Wie die Fasern liegen, welche Zwischenlage, wie beim Sengische zum Beispiel ist auch abhängig. Man will ja immer produktiv sein und deswegen so eine Temperkurve bringt auch sehr viel Zeit mit sich. So, und deswegen versucht man das ja auch, oder ich versuche das immer generell so zu legen, dass es irgendwo wirtschaftlich bleibt, beziehungsweise dass ich auch relativ schnell arbeiten kann. Ja, ja. Es ist aber auch so, wenn man so die Theorie annimmt, bei welcher Temperatur willst du das Teil verwenden? Ne? So, dann ist das natürlich, wenn du deine Temperatur bei, sagen wir 60 oder 70, sagen wir 70 Grad, wenn du jetzt einmal 70 Grad Dauerbelastungstemperatur benutzen möchtest, also herrschen konstant 70 Grad, ist es auch sinnvoll, das Teil bei 70 Grad zu härten. So. Natürlich ist das, wenn es wieder abkühlt, hat das eine andere Spannungsverhältnisse. Ne? So, aber ja. So. Aber Fakt ist, fester als so geht jetzt nicht. Das ist jetzt wirklich komplett. Das wird nochmal nachgetempert. Aber nochmal nachgetempert, okay. Ja, es ist einfach so, ich möchte es erstmal so weit bringen, dass die technischen Eigenschaften schon mal so weit vorgeschritten sind, dass das Teil nicht kaputt geht oder beschädigt wird beim Entformen. Ah, okay. So, um einfach diesen Zyklus zu haben, eingelegt, infusioniert, gehärtet, entnommen, nächstes Teil. So, und dann kann man den eigentlichen Zyklus, jetzt sagen wir, wir möchten nicht 60 Grad Temperaturbeständigkeit haben, das hätte jetzt schon ausgereicht, sondern wir möchten 100 Grad haben. Das heißt, diese Teile kommen nochmal separat in den Ofen bei einer gewissen Kurve, die wir verfahren, weil dann wird das Teil auch nicht mehr durch die Form gestützt, kann sich dann durchs Eigengewicht zum Beispiel auch verformen und wir fahren eine viel höhere Temperatur an. Du kannst zum Beispiel auch Fehler machen, wenn du nicht lang genug bei einer Temperatur hältst und dann die Kurve wieder hochfährst, dann weicht die Matrix, dein Lieblingswort, also das Harz,
und das ganze Teil kollabiert, sage ich mal, durch das Eigengewicht. Das heißt, wenn das irgendwo auf einer punktuellen Ecke steht, kann das passieren, dass sich das dann einweicht, eindrückt und dann deformiert ist. Das heißt, wenn es nachher ausgehärtet ist, dann ist das halt das Teil deformiert und schrott. Das heißt, Teile wie zum Beispiel meine Spritzwand, die wir noch bauen, die auch mal ein bisschen wärmer werden könnte, die packst du dann sogar vielleicht sogar später nochmal bei 120, 140 Grad irgendwie sowas in den Ofen. Genau, je nachdem, was wir da haben. Was ist da so Maximum? Es gibt verschiedene Harze, ne? Ich sag mal so, 140 Grad ist gar kein Problem, kriegt man alles. Also 120 gar kein Problem, kriegst du fast so, sag ich mal, bei Apotheke um die Ecke. 140 wird dann ein bisschen teurer. So, dann gibt es auch 160, 180, aber je nachdem, was das für Harze sind und in welchen Umständen du die verarbeiten kannst. Wir wollen das Infusionsharz haben. Meistens sind die noch etwas dicker. Da gibt es definitiv auch noch temperaturbeständigere Harze, aber dann wird das wirklich exorbitant teuer, sag ich mal. So, wäre natürlich sehr erfreut, wenn ich da irgendwas finden würde, was locker mal 180 könnte. Das wäre natürlich obercool, da können wir also ganz andere Sachen machen. Okay, das heißt, wir suchen noch einen Harz, der richtig temperaturstabil ist. Ja, und den man auch bei Raumtemperatur gut verarbeiten kann, per Infusion zum Beispiel. Okay, so, weiter im Auspacken. Ja, dann kann man hier noch die Reste hier entfernen. Das mache ich dann immer vorab, damit dass ich das Teil, solange das Teil noch in der Form liegt, dass man es einigermaßen sauber hat. Da muss man ja nicht rumfummeln. So sieht es ja von unten aus. Das kennen wir ja. Der Rand wird ja nachher besäumt hier um ca. 20 mm. Da wir jetzt die Form ja oder unser Positiv fräsen lassen haben, lackieren lassen haben, haben wir aber auch keine Markierung. Keine Kante mehr, ne? Genau, das heißt, die Markierung machen wir jetzt hinterher oder nachher am Auto. Kann man auch wieder das Teil wieder reinpacken. Ich markiere es mir in die Form und dann ist das auch wieder reproduzierbar. Ne? Erstmal müssen wir das jetzt hier rausnehmen. Genau, pass auf. Also es geht eigentlich relativ leicht. Aber man merkt selbst da wieder, wie sich das so, weil es halt so genau passig ist, ja so leicht ransaugt, ne? Jo. So, das ist so ungefähr das Rohteil. Wie es denn aus der Form kommt, dann ein paar Schlieren und wie auch immer. Aber das sieht auf jeden Fall schon wieder so geil aus, dass da werde ich mir auf jeden Fall überlegen, ob da überhaupt eine Matte nachher hinten drauf kommt, ne? Weil wenn du da die Kofferraumklappe aufreißt und dann guckst du hier drauf, ne? Ist das natürlich schon ganz cool. Ich denke mal, das ist nochmal. Können wir jetzt auch noch Hochglanz lackieren. Aber hier sieht man jetzt auch, was du vorhin erklärt hattest, wie du halt die einzelnen so richtig bis in die Ecken überall reindrücken musst und so die einzelnen Matten. Ne? Dadurch wird das dann halt am Ende auch alles so schön von den Übergang her und so. Ne? Ja, man muss da richtig aufpassen, wie ich schon gesagt habe, mit den Hilfswerkzeugen, dass du wirklich in die Kanten reingehst. Ja. Dass ich auch, was ich erwähnt habe, dass es spannen kann. Weil so eine Ecken, das sind die Ecken, wo sich diese Bläschen sammeln können, diese Fehlerstellen, Lufteinschlüsse. Und da müssen wir wirklich ein bisschen penibel immer in diese Ecken drapieren, drücken, um die möglichst gute Qualität zu erreichen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir jetzt als allererstes das Teil auf eine Waage packen. Aber ich glaube, ich würde erstmal abwarten, bis wir es dann wirklich passend bearbeitet haben. Ne? Dann haben wir wirklich. Ja, das ist so verfälscht. Ja, das verfälscht doch. Okay, das heißt, um jetzt. Also theoretisch musst du jetzt aber nichts mehr machen, außer es noch auf Maß zu bringen. Ja. Und noch einmal wieder tempern. Ja, außer du wolltest immer deinen heißen Grill immer reinstellen, dann müssen wir es nochmal auf Temperatur bringen. Ich würde allerdings vorschlagen, wir nehmen das Teil, ja. Fahren zu Chris rüber, ist ja nicht weit, legen das Ding hinten im Kofferraum, passen das an, weil du brauchst es ja eh nochmal hier, bevor wir es einkleben, damit du dir in der Form anreißen kannst, wie groß das Teil später sein kann. Genau. Ja, damit wir das nicht jedes Mal machen müssen, das ist. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Ding ist leicht. Und auch wirklich krass stabil. Ja. Wird das jetzt beim zweiten Mal tempern dann auch nochmal stabiler oder ist das schon maximum stabil jetzt? Nee, wird man nicht merken. Man sagt ja so, man sollte eigentlich den Harz. Aber man merkt auf jeden Fall schon, obwohl das jetzt noch nicht großflächig verklebt ist, ne? Ne, genau. Das ist, für eine Platte ist schon ganz okay, ne? Ja. Dass du die Druckperspektive hast. Also ich glaube schon, wenn das im Auto komplett verklebt ist, weil ja einige auch Zweifel hatten, ne? Und gerade jetzt auch durch diese Längsrillen in die Richtung, die beiden Holme von miteinander verbunden haben, auch wie die Stoßdämpfer zueinander arbeiten und so, ist das, glaube ich, schon ein Maß der Dinge. Also das ist schon ich geil. Denke, das ist okay. Und ich bin aufs Klo gespannt. Ja, sehr schön. Das heißt, einladen und ab zu Chris. Ja, los geht's. So, wir sind mit unserem Carbon-Teil in Lübeck bei Chris Konzept angekommen. Moin. Karosse steht ja tatsächlich noch hier. Ja. Wie findest du die Optik? Das ist geil. Sieht ganz gut aus, oder?
Du grinst nur. Ja, bitte. Nee, also ich finde auch auf jeden Fall, dass das könnte wirklich aussehen wie so ein Originalblech, ne? Hat schon was. Ist nicht aus Carbon, ne? Genau. Folie. Jetzt auch getan. So, komm her, wir gucken mal, ob das hier rein ist. Das könnte jetzt natürlich noch zu groß sein, auch. Weil eigentlich müssen wir noch ein paar Zenti ab. Fühlt sich aber ganz stabil an. Ich bin bei drauf fallen lassen schon. Geht halt schon. Ja, auf jeden Fall ist es nicht zu klein. Nö, das ist schon mal halbe Miete, ne? Die Kanten müssen auf jeden Fall noch einmal angeklickt werden und dann sollte das gehen. Ein bisschen Kleber, ein bisschen Spachtel und dann. Genau, dann passt das schon. Ja, jetzt die Frage, wie wir es jetzt vernünftig auf Maß bekommen. Ja, wir müssen das jetzt noch ein bisschen die Ränder anhand von einer Schablone, Pappschablone, die wir gleich irgendwie machen werden, denke ich mal, markieren. In dem Sinne, wenn wir die Kanten ein bisschen besäumen. Ja, und dann werden wir es nochmal reinpacken. Und dann Stück für Stück. Cool. Weil das Schwierige ist nämlich, am Ende auch, ganz hinten ist nochmal eine Kante hier und da muss es drunter. Und dann liegt es am Ende drunter und hier liegt es drauf. Ja, ich würde sagen, schnipp schnapp. So, erstmal muss ich euch jetzt hier Artioms Spezialwerkzeug nochmal zeigen. Das ist ein Reisewerkzeug. Das ist Dremel für ihn. Also ich denke ja schon, dass mein Werkzeug teilweise immer, aber das ist ja wirklich improvisiert hier, ne? Ja, aber guck mal, das ist, ich denke ja immer so, wenn du mal solche Sachen hast wie hier, normalerweise habe ich auch einen pneumatischen, ne? Das ist dann ein bisschen effektiver und ein bisschen auch eleganter von der Führung, kleiner und alles, auch ein bisschen professioneller. Aber ich sag mal so, jetzt für den Ausflug hierher reicht vollkommen. Ne? Aber falls einer von euch trotzdem ein Dremel kennt mit Absaugung, das ist besonders wichtig, ne? Ja, das wäre natürlich sehr schön, aber ich kenne sowas bis jetzt wirklich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare ballern. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber auch mal der gesehen, wie es gerade abgesaugt wurde. Das ist patentiert übrigens, ne? Wo in Deutschland oder Russland? So wie halt auch. Warte. Ja, also wir haben jetzt auch ein paar Mal dran rumgesägt und jetzt müsste das eigentlich so langsam passen. Zack. Guck mal, als hätte ich das gemacht, ne? Hast du auch. Ja, so, also von der Kante hier dürft ihr euch natürlich nicht stören lassen. Die ist so ein bisschen weller Form, aber das wird hier alles draufgeklebt. Das heißt, da sieht man gar nichts mehr. Wie würdest du das eigentlich später hier mit abdichten machen, Chris? Wird das nur geklebt oder willst du hier und jede Kante nochmal wieder? Dann würde ich auf jeden Fall abdichten. Also nur einfach nur wegen der Optik. Ja, jetzt ist doch nicht so sauber schneiden. Meine Zeit ist ja nichts wert. Nein, also das wird dann nochmal einmal komplett abgedichtet, aber das ist schon. Kommt schon gut. Möchtest du dich reinstellen, reinlegen? Darf ich mich da reinstellen? Ah, wenn es verklebt ist, stellen wir uns alle drei rein. Nein, aber siehst du, guck mal, wenn du eben gedrückt hast, sieht man selbst da ja schon, wie es da halt einfach nur runter geht. Ne? Ja. Ich glaube, wenn das überall anliegt, ist das schon heftig. Ja, also mir gefällt das Bombe. Sieht richtig gut aus, finde ich. Sieht auch irgendwie, weiß ich nicht, so durch diese Träger sieht das halt auch irgendwie stabil aus. Ne? Ja, die passt auf jeden Fall, ne? Vom Design her, sage ich mal jetzt so ganz so. Vor allen Dingen, wenn das erstmal eingeklebt ist und der Rest drumherum lackiert ist, wird das schon. Das ist schon gut. Kann man die. Wir müssen bloß noch irgendwie noch einen Kupplung reinmachen. Ich habe vorhin auch schon gesagt, man müsste irgendwie einmal diesen Halbmond irgendwie in der Matte irgendwie aussparen oder so. Ne? Das ist so wie eine Plexiglasplatte rein. Dass man so ein bisschen aus Carbon guckt. So, aber jetzt kommt natürlich noch der allerletzte Punkt. Wir müssen das Ding noch kurz wiegen gegen das Originalteil. Das war jetzt auch noch ein bisschen, wie viel es leichter ist. Ja.
So, wir fangen mal damit an, diese Waage schon überall hingeschleppt habe. Tschoko, unter 2 Kilo sogar. Ja, so guck mal, wie viel da verschnitt runterkommt. Krass, ne? 300 Gramm oder 400 Gramm haben wir mal runtergeschnitten, krass. Ja, über 6 Kilo, würde ich mal sagen. So, okay, ne? Kann man machen. Wieder was gespart. Ja, leichter geworden. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns ins nächste Video. Es ist mal wieder spät geworden. Und als nächstes sehen wir uns dann wahrscheinlich hier mit Thema Lack. Seitenteile einkleben und keine Ahnung, mal gucken. Genau, ja, schauen wir mal, wie es da erstmal weitergeht. Es wird nicht lange werden. Definitiv nicht. Ciao. Ja. Ciao. So, noch kleine Ergänzung. Ich fand, dass im letzten Video die Carbon-Seitenteile einfach ein bisschen zu kurz gekommen sind, weil die eigentlich wirklich extrem krass sind. Und genau deswegen kriegt er jetzt so einen kleinen Vorteil.